Wer erinnert sich eigentlich nicht an Muhammad Ali, Joe Frazier und George Foreman? Da werden Erinnerungen wach, wenn der Papa einen nachts um drei aufweckte, um dann gemeinsam mit ihm vor dem Fernseher die Faszination des Boxens zu erleben. Aber Kampfsport als soziales Projekt? Wir sind ein wenig skeptisch und wollen uns ein eigenes Bild machen von dem Boxprojekt, das regelmäßig im Bürgerhaus Oststadt in Steele stattfindet. Eine Gruppe Jugendlicher unterschiedlicher ethnischer Herkunft trifft sich hier regelmäßig, um unter Anleitung eines professionellen Trainers das Boxen zu erlernen. Viktor Ginkel, ehemaliger Nationaltrainer aus Kasachstan, ist der Garant für hohe professionelle Kompetenz und soziales Engagement. Talentschmiede Ruhrpott, so nennt der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten im Ruhrgebiet, also kurz VKJ, ein Projekt, bei dem außer Musik auch Sport und in diesem Fall Boxen angeboten wird. Das Projekt trägt dazu bei, Jugendlichen durch sportliche Erfolge die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Regelorientierung und Leistungsbereitschaft zu unterstützen. Einige der formulierten Ziele sind Erleben des eigenen Körpers, Reduzierung und Kanalisierung von Aggressionen, Förderung der Kooperationsbereitschaft, Entwicklung von Pflicht und Selbstbewusstsein und Motivation zur sportlichen Betätigung im Verein. Das ist nicht so einfach. Das muss ein Stück Talente. Und noch, du musst trainieren, regelmäßig trainieren. Du musst Wille haben auch. Ja? Eine große Rolle hat gespielt das Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten. Das war von mir ein guter Start. In diesen 4 Jahren, wir haben gemacht, ich habe gesagt, aber sage ich nochmal, dass 6 deutsche Meister und ein Teilnehmer Weltmeisterschaft, Sergei Vögele. Und zahlreiche Vize-Deutsche Meister, Bronzemedaillen und so weiter. Ich bin Dominik Nuschko, ich bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Polen und lebe in Deutschland seit 8 Jahren. Damals, als ich kleiner war, mein Vater hat mich zum Ringen mitgenommen, da ein Ringer in Polen war. Und da hat gesagt, komm, du bist ja auch breit gebaut, komm zu Ringen. Da habe ich auch angefangen, da habe ich auch ein bisschen mitgemacht, aber ich habe es ja gesagt, das liegt mir nicht im Blut. Da habe ich versucht, was anderes zu machen. Und dann mit 13 sind wir aus Polen ausgewandert. Und mit 14 kam ich ja zum Viktor. Also ein Kollege hat mich mitgenommen, da ich ein bisschen zu dick war, wollte ich nicht zu Hause sitzen, wollte ich ein bisschen abnehmen. Und da habe ich den Viktor kennengelernt und so hat die Geschichte angefangen, so läuft die weiter. Ja, und das Ziel ist, im 2015 polnischer Meister zu werden und polnischer Meister, da wir jetzt nach Polen zurückziehen. Und da ich jetzt den Verein wechseln werde, und das Ziel ist, polnischer Meister zu werden und da in polnischer Nationalmannschaft. Und wie sind da die Aussichten? Also, ich hatte schon Vorgespräche mit dem Trainer gehabt, in Polen, also aus meinem Verein da. Die haben mir schon ein bisschen Aktion gesehen, wie ich boxe, wie ich bin. Da haben die gesagt, mich kann man fördern und wir werden versuchen, alles bestens zu geben. Ja, prima. Dominik Nuschko, hochmotiviert und voll ehrgeiziger Pläne.
Und was sagt der Papa dazu? Ich bin ja stolz, dass er nicht in Drogen gegangen ist, dass er keine schräge Sachen macht, dass er Sport treibt. Ne? Ja, ja. Das ist das Wichtigste. Das ist wichtig. Ich bin hier geworden, ja, schon seit 7 Jahren, die ich bei dem bin. Ja. Von dem habe ich von null bis auf das, was ich jetzt heute gezeigt habe, habe ich alles gelernt. Und dem verdanke ich am meisten. Die Liebe und der Verstand hat gesagt, der Victor, der bleibt dein erster Trainer und der bleibt dein letzter Trainer hier in Deutschland, falls ich irgendwann mal wechseln würde nach Polen, wie jetzt geschrieben ist. Ja, ja. Leider gehen diesem erfolgreichen Projekt langsam die Gelder aus. Die Zukunft der Talentschmiede steht auf wackeligen Beinen und es wäre schade für die Jugendlichen.